Ich glaube, Female Pleasure ist auf der ganzen Welt ein sehr tabuisiertes Thema, weil einfach nur so Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern herrscht. Es gibt aber schon mittlerweile auch viele feministische Bewegungen, und da zähle ich einfach Female Pleasure dazu, die sagen, hey, wir ermächtigen uns wieder unseres Rechts auf Lust. Wir dürfen genauso Lust empfinden und wir erkunden das jetzt mal. Ja, ich bin die Sophie, bin Sexualpädagogin und Coach. Ich arbeite vor allem mit Frauen, gibt Female Pleasure Workshops und Retreats. Und ich baue gerade eine School of Pleasure auf, also eine Online-Plattform. Und heute werden wir über Female Pleasure sprechen. Das Thema Female Pleasure richtet sich jetzt an die Biologie, an Personen mit Vulva, an Personen mit Vagina. Wir befinden uns nur in einer binären Geschlechterordnung, was nicht bedeutet, dass ich den Begriff Geschlecht oder eben Gender als binär sehe. Also als Grundvoraussetzung für Pleasure oder auch für einen Orgasmus ist auf jeden Fall das regulierte Nervensystem. Das heißt, ich bin in einem Zustand, wo ich mich sicher fühle, wo ich entspannt bin. Ich arbeite einfach total gern mit simplen Übungen, die ich machen kann. Ist so ein kurzer Reality-Check, wo ich mich selbst einfach in dem Moment frage, hey, bin ich gerade sicher in dem Moment? Wo bin ich denn gerade? Wie schaut dieser Raum um mich aus? Was sind da für Gegenstände oder Personen, Objekte? Die kann ich auch mal spüren mit meinen Händen. Also es bringt innere und äußere Wahrnehmung zusammen. Das Allerwichtigste ist die Klitoris. Das Lustorgan, was das Homolog vom Penis ist. Das heißt, es gibt eben klitorale Orgasmen. Vermeintliche vaginale Orgasmen sind oft klitorale Orgasmen. Wenn jetzt so innerhalb der ersten paar Zentimeter der Vagina Penetration stattfindet, die Vagina einen Penis oder einen Finger oder was auch immer aufnimmt, dann wird quasi auch die Klitoris mitstimuliert. Das heißt, einen vaginalen Orgasmus in dem Sinn gibt es nicht wirklich. Es ist die Klitoris, die den Orgasmus auslöst. Was beim vaginalen Orgasmus, wenn man schon von vaginalen Orgasmus oder wenn man von so einem tief innen erlebten Orgasmus spricht, passiert ist, manchmal kann ein Zervixorgasmus entstehen. Zervix ist der Gebärmutterhals und das entdeckt man jetzt erst relativ neu, dass da ein riesiges Lustpotenzial schlummert. Es werden jetzt gerade Studien gemacht, die schon feststellen, dass man beim Gebärmutterhals einfach empfindliche Zonen hat, erogene Zonen, wo man einen Orgasmus haben kann. Ich habe da jetzt zum Beispiel so eine Cervix Serpent dabei. Ja. Das ist nur der Griff, das ist der Teil, der in die Vagina eingeführt werden kann. Und ganz am Ende so der Muttermund, den mal so sanft berühren. Und Cervix-Stimulation oder Cervix-Orgasmus ist jetzt gar nicht so zu starke Penetration und da Stoßen oder so, sondern da geht es um die Connection. Manche Frauen empfinden da eher vielleicht zuerst einen Schmerz. Es kommt auch ein bisschen darauf an, ob man schon geboren hat oder noch nicht. Da bin ich eher so der Meinung, hey, just be curious, also einfach neugierig sein und erkunden. Die Vulva ist alles, was man von außen sieht. Innenliegend bei den weiblichen Intimorganen ist die Vagina. Ja, die Vagina ist so ein circa 10 bis 12 cm langer Muskelschlauch. Am Ende von der Vagina kommt die Gebärmutter. An der Vulva selbst gibt es die Klitoris. Hier sieht man nur die Klitorisperle oder Klitoriseichel. Was man hier bei der Klitoris sieht, ist nur ein kleiner Teil des ganzen Lustorgans. Das volle Lustorgan schaut nämlich so aus. Die Klitoris hat also Schenkel links und rechts, Schwellkörper wie beim Penis. Bei quasi Erregung, bei Lust werden die stärker durchblutet, so wie sie der Penis aufrichtet, werden die größer, dadurch wirken auch die Vulvalippen größer. Und ja, alle Geschlechter haben eine Erektion. Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie ejakulieren, weil das muss jetzt auch nicht so fontänenhaftes Spritzen oder Squirting sein, wie es oft in Pornografie dargestellt wird, was manchmal real ist, aber manchmal auch nicht real ist. Die Flüssigkeit ist nicht wirklich Urin, aber es können Urinreste drinnen sein. Das weibliche Ejakulat schaut immer ein bisschen anders aus. Das kann eine ganz klare, dünne Flüssigkeit sein. Das kann aber auch ein bisschen
fester, ein bisschen weißlichere Flüssigkeit sein, so unterschiedlich wie Menschen halt auch sind. Grundsätzlich kann sie entstehen durch Stimulierung vom Gehgewebe oder der Gehfläche. Das ist, wenn man in die Vagina hineingreift, quasi sehr nah beim Eingang oben so ein schwammartiges Gewebe. Und dann geht es darum, dass man lernt, nach außen zu drücken. So, es ist was, wo Frauen grundsätzlich eher konditioniert sind, zusammenzuhalten. Und so erleben Frauen auch oft einen Orgasmus eher so ein Hochhetzen und ein Hochziehen und ein Anspannen. Und wenn man sich mal erlaubt, dass es kein nach innen ziehen und Anspannen ist, sondern ein wirklich bewusstes nach außen drücken, wie wenn man pinkelt, dann kann irgendwann vielleicht diese Flüssigkeit fließen. Das bringt mir ziemlich viel, wenn ich das tun möchte, weil ich habe das Gefühl, es ist ein extrem starkes Empowerment, einfach auch zu erkennen, hey, das ist in meinem Körper irgendwie veranlagt, das könnte mein Körper und ich ermächtige mich dieser Fähigkeit. Und ich sehe das auch als eine sehr wichtige Message irgendwie so generell gegen das Patriarchat, dass es einfach ganz klar und deutlich ist, dass alle Geschlechter ejakulieren können. Ich glaube, wir leben in so einer Leistungsgesellschaft, wo wir auch unseren Orgasmus immer mehr optimieren müssen. Ja? Also es reicht nicht, dass ich einmal einen Orgasmus habe, der muss nur tiefer, der muss nur länger, der muss nur mehr und ich brauche nur multiple Orgasmen, es muss nur weiter, besser, schneller werden irgendwie. Und sich von dem einmal zu lösen, kann sehr hilfreich sein, vor allem auch für Paare, einfach mal zu sagen, hey, wir sind jetzt mal intim miteinander und machen Dinge, die sich für uns gut anfühlen, ohne dass wir gleich zu einem Orgasmus kommen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn wir über Female Pleasure sprechen, ist, um wen geht's? Es geht um dich. Das heißt, find für dich mal raus, was du möchtest, nicht um irgendeinem Partner oder einer Partnerin zu gefallen oder da was zu empfinden. Und ganz wichtig ist auch da dieses Let's talk about it. Ja? Was bedeutet denn Sex? Was glaube ich denn, wie Sex abzulaufen hat? Wir haben so viele Bilder, wir haben so viele Skripte drinnen und es geht mehr um Lustempfinden, als wie um irgendeinen Höhepunkt zu erreichen. Ja, deswegen so mein Slogan ist ja wirklich more pleasure and less pressure.